Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Green Hell, Spirits of Amazonia 2. Das letzte kleine Eingeborenen-Dorf, das wir auseinandernehmen müssen. Und vielleicht sind wir sogar in der Lage, den Hakra noch zu machen in der Folge. Schauen wir mal. Auf jeden Fall brauche ich erstmal die 5 Punkte hier noch. Au, 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 au. Ruhig dich. Halt an. Sehr gut. Speerkrieger. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich schon mal eine Pfeile ganz gerne wieder. Akra, Chakra, wo ist er denn? Da. Er hat ganz gut gesessen. Oh, hat nochmal einen frischen Bogen für mich da. Nehme ich sehr gerne. Wenn es geht auch. Das gibt's doch gar nicht. So. Oh, das mit den Feiern rauspulen, das ist aber auch immer ein Drama. So, das klopfen wir mal klein. Ich hoffe, ich habe die Axt mit. Ja, habe ich. Warte mal, ich habe auch die gute mitkommen. So. Vertrauen. Warum das Ganze? Im letzten Mal haben wir gesehen, die 5 Punkte fehlen noch, um die 800 voll zu machen. Um mit Ungaraka oder vielmehr La Cucaracha zu sprechen, wie ich ihn immer nenne. Ist hier nur irgendwo Pfeil gelandet? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet beim Abreißen. Naja, okay. Lassen wir es mal so. Ich muss Richtung Norden, ne? Nicht, dass ich mir jetzt hier noch verlaufe auf den letzten Meter. Hätte ich hier oben bleiben können und hier rüberlaufen, ne? Das geht. Ich will wieder zu der Höhle. Später mal. 14 Uhr. Ich würde jetzt tatsächlich nochmal schön essen und dann schlafen. Bis wir das nächste Stückchen Fleisch abgeben können. Und dann kann es sein, dass wir leider nochmal komplett zurück müssen. Ah, guck mal, hier ist ja die Höhle. Wunderbar, das läuft ja. Ein bisschen Holz mit runter, um das Feuer weiter brennen zu lassen. Gerade wenn ich jetzt noch mal eine Weile schlafe. Warte mal, kleine. Egal. Haus rein. So. Ja, müssen wir erstmal warten, bis es dunkel ist. Ich würde sagen, so bis um 8 Uhr können wir erstmal locker pennen, ne? Natürlich auch froh, mal eine Kleinigkeit essen können. Aber das können wir auch dann machen. So, Einbruch der Dunkelheit. Das würde ich so nennen. Jetzt hat er Durst, der Arme. Mist, jetzt ist mir das Fleisch verdorben. Oh, jetzt ist mir ungefähr alles verdorben. Aber zu trinken haben wir noch genug dabei. Ich nehme wieder meine
meine Fackel mit. Um zu gucken, ob ein neuer Skorpion gespawnt ist. Zumindest nicht an der Stelle, wo er beim letzten Mal war. Regnet's gerade? Nee, dann weiter. So. And another one. Last one tomorrow. Morgen das letzte. Okay. Was ist jetzt los? War es eine Schlange? Das Fleisch kommt mir eigentlich ganz gelegen. Das nehme ich mal mit. Und ich würde jetzt sogar... zumindest schon mal hier eine Kokosnuss voll Wasser mitnehmen. Und das Gammelfleisch, das kannst du gleich zerstören. Wenn du den Stapel zerstörst, dann geht natürlich auch das gute Fleisch mit drauf. Oh, Scheiße. Ist wieder im Regen mit deiner Fackel gewesen. Gott, sag mir bitte nicht, hier ist ein neuer gespawnt. Oh, schnell durch. Okay. Könntest du deine Fackel hier an sich wieder hier lassen? Machst dir zumindest mal... Ach so, du kannst ja abkochen. Das ist noch gut. Mach das da rein. Schönes Stück Fleisch rein. So. Zur Not gibt es auch mal ein Larvensüppchen. Ich habe auch nichts gegen. Da müssen wir noch ein bisschen sammeln, um das Feuer nochmal aufzupäppeln. Schmeißt hier ruhig nochmal eine Schale hin. Ein bisschen Wasser sammeln kann ja nicht schaden. Okay, dann haben wir es. 11 Uhr. Achso. Warte mal, Feuer wolltest du noch anmachen. Moment, Entschuldigung. Schön vergessen. So ein paar Stöcker wohl noch sammeln. Das könnte aber reichen bis morgen früh. Wäre jetzt auch nicht ganz so schlimm, wenn es ausgeht, aber... So. Dann schlafen wir mal ein Röntchen. Können wir rein theoretisch durchziehen. 7:30 Uhr. Was sagen die Werte? Die Werte sagen,
Zieh dir mal eine Nuss rein, sagen die Werte. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen Kram besorgen gehen, beziehungsweise auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal abspeichern, weil ich noch nicht weiß. Ich will mal gucken, ob die Schildkröte vielleicht sogar wieder hier ist. Das wäre natürlich am geilsten, dann bräuchten wir gar nicht mehr hier weg. Ansonsten müssten wir uns irgendwo noch eine Schildkröte besorgen. Speichern wir mal. Mal ganz oben, so schlecht sieht es ja nie aus. Allerdings brauchen wir wirklich mal was zu beißen. Habe ich hier nicht vorhin eine Kokosnuss gesehen? Ansonsten ist doch hier ein großer Baum, da gibt es bestimmt eine Paranuss. Ja. Nice, die sind doch am ergiebigsten. Da war doch noch ein Pilz, ne? Ja. Da nehme ich auch gleich noch eine zweite von, wenn es noch eine gäbe. Perfekt. Jetzt noch eine Kröte da unten, dann wäre alles im Lack. So. Kurz Igel. Dann, ich hatte sogar noch ein paar Nüsse im Inventar. Klar, kleine Banane oder Zanotenpilz und dann läuft's. Jetzt hier rein theoretisch auch eine Kokosnuss mitnehmen. Hier noch ein Pilz. Hier noch ein Pilz. So, Schildkröte, bist du schon wieder da? Das wäre natürlich mega easy, ne? Ich will es allerdings jetzt auch nicht verkacken, indem ich jetzt eine nach gar nichts drauflege und dann fängst du wieder bei Null an. Das wäre ja auch richtig Mist. Hier gibt es sogar Bananen. Pretty. Nee, leider nicht. Okay. Das würde jetzt echt für mich heißen, wir müssen nochmal zurück. Leider. Tatsächlich ein bisschen ärgerlich. Müssen wir uns ja zumindest noch mal hier zum Hafen durchschlagen. Also auf nach Südwesten. Die Richtung, da vorne geht es durch. Ja, okay, dann los. Nützt ja nichts. Was stampft denn hier so? Ist eine Schildkröte war. Oh, hier ist das, würde ich ja eigentlich auch gerne nochmal mitnehmen. Ich glaube, wir haben überhaupt keinen Platz mehr. Das wird auch ein ganz schönes Gerenne jetzt. Wir müssen ja quasi einmal jetzt
Zurück zum Hafen, Schilde holen und dann direkt wieder zurück. 10 Uhr. Ah, oh, gut, passt aber. Was ist mir jetzt unsicher, ob wir den Weg zusammen machen sollen? Südwesten hast du gesagt, ne? Aber wenn jetzt doch nochmal was Entscheidendes passiert, dann lass uns den Weg nochmal zusammen gehen. Scheint ja so, als kommen wir dem Ende auch relativ nah. Dann bringen wir hier noch ein bisschen Zeit zusammen. Und ruckzuck bist du mal, steckst du mal in der Puma-Falle. Oh, warte mal, wenn jetzt hier irgendwo, wenn du Glück hast, stolperst hier schon über eine Schildkröte? Ich hab was gehört. Okay, das war easy. Schildkröte haben wir schon. Wie viel Gewicht kann ich noch? Ein bisschen könnte ich. Soll ich das Fleisch mitnehmen? Nochmal so ein Panther um die Ecke. Und das war natürlich jetzt auch ein recht kurzer Weg. Das hat gut funktioniert. Dann haben wir jetzt noch ausreichend Zeit, das dritte Opfer zu bringen. Ich auch fast noch tragen, muss ich mal ehrlich sagen. Lass uns eine Banane essen, dann läuft es schon wieder. Und hier ein paar von den Energiepilzen. Die Dinger brauchst du auch nicht. So, alles klar. Dann geht's zurück. Nach Nordosten, wenn sie einfach wieder raschelt. Nimm sie mit, wenn du sie schon drüber stolperst. An der Magenverstimmung ist das doch das Beste. So, das letzte Stück Schildkrötenfleisch. Ich bin sehr gespannt, was da für ein fieser Tiger auf uns wartet. Gott, wie bin ich denn da wieder so weit vom Nordosten abgekommen? Hätte ich da hochgemusst? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Sieht aber gar nicht so falsch. Sieht gar nicht so falsch aus, wo ich hier bin. Aber vielleicht solltest du doch mal lieber mal die Koordinaten checken. 47, 16. Ja. Passt soweit.
Sehr gut, da brennt sogar noch das Feuer. So kurz haben wir nur gebraucht. Oh. So kurz haben wir nur gebraucht. Eieiei, so ein Mist. Dann nimm gleich ein bisschen mehr mit runter. So. Oh, perfekt, ne? Schnell nochmal angefeuert. Schildkrötenfleisch, das hält ja lange noch. Dann gibt es jetzt mal aber richtig leckeres Jaguarfleisch. Süppchen. So, und da auch. Dann könnten wir ja fast schon wieder schlafen. Sagen die Werte? Eigentlich sind die Werte noch viel zu gut. Wir schlafen schon mal ein bisschen. Bis, wie spät? Ja, so knapp 7 Stunden. Ich nehme mir noch ein bisschen was mit hier. Ich würde es gern schon noch mal durchbrutzeln lassen, das Feuer. Wer weiß, was hier noch kommt. Ne, nicht schlafen, bitte. Schlafen kannst du gleich wieder. Erstmal speichern. Gleiches Spiel wie immer. Axt hier lassen, Fackel mitnehmen. Ich glaube, es hört auch gerade auf zu regnen. Jetzt liegt hier plötzlich Obsidian. Dann ist doch bestimmt auch wieder hier so ein stinkiger Skorpion da. Nee, doch nicht. Muss da nochmal Fleisch drauflegen oder ist hier? Ist der Typ schon da? Gott, ey, Spannung pur. And this should do it. Tomorrow I'll face the beast. Morgen stellen wir uns der Bestie, Leute. So, da bin ich immer gespannt. Das war wie ein Flitzebogen. Darauf direkt nochmal alles zu essen einstecken, was hier gibt. Fackel ist nicht mehr lange gut, aber können wir uns auch einmal eine neue machen. Jetzt lieber nochmal hier vorsichtig hier rauskommen. Und dann ist morgen die Bestie dran.
So, Fackel wieder raus. Jetzt brennt die. Oh, die Fackel brennt weiter. Oh. Shit. Seriously? Na gut, jetzt kaputt gegangen. Brauchen wir eh eine neue. Und noch etwas Holz. Jetzt ist. Kann ich ihn jetzt töten? Wie, naja, du gesagt morgen, oder? Töte den mächtigen Hakra. Ich habe keine Fackel. Irgendwer beißt mich bestimmt irgendwas. Die ganze Zeit war hier nichts. Oh mein Gott. Nee. Nee, nee, hier ist nichts. Wir müssen schon noch den nächsten... Oh Gott. Den nächsten Tag abwarten. Bau dir bitte eine Fackel. Mach einfach auf Nummer sicher. So. Oh, Feuer ist fast aus. Ich habe ja keinen Bock, nochmal ein neues zu machen. Jetzt mal schnell hier. War nicht noch so ein großer Brocken? Nee. Holzscheit. Hier, den kannst du noch umhauen. So. Die sammeln wir noch mal. Ach, Feuerbretter hast du ja auch. Ein Seil noch. Das sollten wir hier noch haben. Eine neue Fackel. Und dann schlafen wir uns noch mal richtig schön aus. So. Wie sieht's aus? Kein Hunger, kein Durst. Okay. Wir schlafen. Heute Nacht wird Hakra gemacht. Ja, warte mal. Könnte ich mir rein theoretisch noch ein paar Pfeile basteln. Wenn ich das bräuchte. Wir brauchen ein bisschen Fett und Kohlenhydrate. Was haben wir noch? Bananen. Noch sammeln, dann haben wir genug Fett.
Ja, perfekt. Schmeiß das mal hier hin, dann legen wir uns noch das eine Ahornfleisch hier drauf. Hier ist ja nur eine komplette Fleischsuppe. Eigentlich kommen wir ganz gut zurecht. Das sollte reichen. Feuer kannst du eigentlich doch, musst du nochmal anmachen. Wir müssen ja nochmal die Fackel anzünden. Oh mein Gott, ich bin gespannt. Auf Hakra. Wie es aussieht, wenn alles funktioniert, kriegen wir es heute Abend hin. Oh, da müssen wir sogar jetzt aber schon ein bisschen Gas geben. So, warte mal. Ja, das reicht doch schon. Komm, wir schlafen bis heute Abend. Dann geht's los. Letztes Schläfchen. Ja gut, 18 Uhr reicht nicht. Ich muss nochmal 2 Stunden nachlegen. Oh, toll. So, sehr gut. Das zerstören wir mal alles. Was kannst du noch essen? So. Viel zu viele Pilze. Oh, sogar ein paar. Das ist nicht so schlimm. Ein paar blaue Pilze dabei gewesen. So. Oh, da eine kleine Apfelschnecke noch. Wird die noch gut? So. Paar Verbände. Wir haben eigentlich genug dabei. Du kannst die beiden normalen noch machen. Sogar. Dann bitte Axt da lassen. Die Fackel anzünden. Guck mal, sogar die Apfelschnecke. Die gebe ich mir auf als Belohnung. Nochmal speichern? Ja, komm. Also schlafen. Den kleinen Powernap kannst du auch noch machen. Aber ich glaube, wir warten jetzt einfach. Ist auch gerade übervorsichtig, ne? Aber es wäre schon schön, wenn das jetzt hinhauen würde. Ich weiß ja noch nicht so genau, was mich erwartet. Geht's jetzt schon oder muss ich 20 Uhr abwarten?
Bin ich zu früh zum Meeting gekommen? 20:30 ist das schon. Ich hätte jetzt gedacht, der würde hier kommen oder kommt er woanders? Opfern kann man hier nichts mehr. Soll ich nochmal ein Stündchen schlafen? Oder zwei? Ah ja, ist kein Problem. Bis um 12 Uhr? Nee, eigentlich sollte ja den Tag kommen. 11 Uhr, wir probieren es nochmal. Oh, man sieht sogar jetzt ein bisschen was, ne? Der Mond ist schon da. Jo, da ist irgendwas. Hat sich angehört, als wäre der tot. Er ist tot. Und ich bin sprachlos. Someone told me that this trip would include killing mythical beasts. Ungaraka, zeige das dem Ältesten die Hakra-Trophäe. Das mache ich, aber welche Trophäe? Die irgendwo? Was ist das denn hier? Warte mal, ich gehe mich mal ganz kurz waschen. Ist hier die Schlange? Oder sind auch Seerosen? Siehst du das? Schnell noch die Egel weg. Die waren an der ganzen Aktion das Gefährlichste. Warte, ich guck noch mal eben im Buch nach. Töte den mächtigen Hakra. Dies ist eine Mutter, den unbesiegbaren Hakra herauszufordern. So sei es. Stupid piece of shit. Ist die scheiß Fackel schon wieder im Arsch? So, Leute. Sollen wir ganz kurz ein bisschen lauschen? Okay, wir haben es geschafft. Ich speichere es mal schnell ab. Wir müssen leider auch Schluss machen für die Folge. Aber der Hakra war ja echt ein Oberlappen.
Kann man nicht anders sagen. Also nicht mehr wie so ein normaler Jaguar oder so. Schade eigentlich. Ist ganz cool, aber so ein Bossfight muss dann auch ein bisschen. Oh, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das war ja mal nix. Aber gut, so an sich. Der Weg dahin war schon ganz interessant. Wir nähern uns dem Ende, ne? Legende Nummer 2. Jetzt können wir zurück ins Dorf, um dem Dorfältesten die Trophäe zu übergeben. Und dann machen wir, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bin immer noch ganz baff. Also für die machen wir erstmal Schluss. Danke fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Mal was Interessantes dabei. Und ja, freue mich selber an Daumen. Macht es gut. Bis denne. Tschüss. Chakra. Hackfleisch habe ich gemacht. Tschüss.